begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Man kann es kaum glauben, aber auch im Kloster gibt es Alltag. In den alltäglichen Dingen zwischen den Gebetszeiten, den Arbeitsabläufen, den Mahlzeiten, dem Gemeinschaftsleben, aber auch den Momenten, in denen man alleine sitzt, am Schreibtisch, bei der Arbeit. All das ist Alltag. Und der Alltag bringt es auch im Kloster mit sich, dass das Wesentliche manchmal ins Hintertreffen geraten kann. Vergiss nicht die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen und die Worte, die du gehört hast. Im Alltag passiert genau dieses Vergessen schnell. Da hilft es auch nicht, dass eine Weiheurkunde an meiner Wand hängt oder in meinem Büchlein, was ich abends im Bett lese, mein Professbild als Lesezeichen dient. Immer wieder muss ich mich am Alltag dem zuwenden, der mir das überhaupt alles ermöglicht, dieses Leben, der mir auch den Alltag schenkt. Was sind die kleinen Möglichkeiten, innerhalb meines Alltags innezuhalten? Natürlich die Gebetszeiten, aber auch die Momente, wo mir plötzlich klar wird, warum ich eigentlich da bin, warum ich hier sein darf, warum ich arbeiten kann, warum es mein Leben gibt, weil Gott das alles für mich gemacht hat, weil er es mir geschenkt hat. Vergiss das nicht, sagt Gott dir und mir an diesem Abend. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, alles ist von dir umfangen, auch unser Alltagsleben. Schenke uns immer wieder die Möglichkeit zum Innehalten. Schenke uns immer wieder die Möglichkeit, uns daran zu erinnern, dass unser alltägliches Leben, die Zeiten, die wir von morgens bis abends mit Arbeiten, mit Beten, mit Leben rumbringen, dass auch diese Zeit in deinen Händen ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.